Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Forest mit Eat Scummy und seinem neuen Mantel, der er irgendwie gefunden hat. Oder was auch immer. Moin, Leute. Hallo. Ich sehe richtig geil aus. Alter, er sieht wirklich geil aus, so wie ein Professor und nicht so. Okay, wir gehen heute. Wow. Alter. Junge. Okay, wir gehen heute wieder zu dem Dings, wo unser Spiel abgestürzt ist. Wir haben rausgefunden, dass eine Sackgasse ist da unten. Geht gar nicht, also geht gar nicht weiter. Bisschen belasten. Wir müssen jetzt, ich weiß halt auch nicht, wo diese Höhlen sind, wo es den geilen Stuff drin halt, also keine Ahnung. Ja, wir machen einfach so just for fun. Ich meine, wir wollen ja sowieso jede Höhle durchgehen, damit wir so ziemlich alles haben, oder? Ja, vor allem Mutantenrüstung brauchen wir halt sowieso. Für das Endgame, das haben wir bei meinem Let's Play gesehen, das ist so wichtig. Wenn man halt dann ins Endgame hier geht's. Müssen wir dann sowieso Mutanten killen gehen. Ja, ja. Damit wir mehr Rüstung bekommen. Aber ich meine, da hat sie allein in diesem Loch, hat sie irgendwie 4 Mutanten. Oder 3? Ja, schon, aber wir. Wir müssen trotzdem mehr, wir brauchen mehr. Warte, komm, wir speichern jetzt hier kurz, damit wir, falls es wieder in die Hose geht, dass das gespeichert ist. Jo. Ich habe gespeichert. Ja, warte noch kurz, ich muss noch kurz hier essen, weil ich habe. Ja, ich auch, stimmt. Ich esse auch Hunger. Also trinken sieht bei mir noch voll okay aus und essenstechnisch auch noch relativ. Auch. Sonst hätte ich noch, ich hätte noch 15 Snacks, 9 Sodas. Ja, ich habe auch noch Snacks. 7 Mal Alkohol. Ich will noch meine Hasen essen hier. Was kann ich ja nicht mit Hasenfell schon wieder alles machen? Keine Ahnung, du kannst ziemlich viel machen. Hasen brauchst du eigentlich praktisch für alles. Ah, stimmt. Also ein Steinbeck wollte ich halt noch unbedingt machen. Was ist? Ja, nee, für dich wäre vielleicht, du hast ja eine Steinschleuder, oder du, ja doch, dann mach doch ein Small Rock Bag, ja. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ah, okay. Hab dir nicht zugehört, tut mir leid. Was sind Quiver denn? Also. Das ist für die Pfeile. Ah, das ist der Halter, oder was? Ja, genau. Okay. Warte mal, was könnte ich noch so mit Klebeband machen? Molotovs habe ich ausgerüstet auch. Ich würde sagen, du schießt mit Pfeil und ich schmeiß Molotovs und Dynamit, okay? Ja, wäre ich auch dafür. Weil mit das Bogen, Ding ist halt, ich bin. Aber wir schießen erstmal von hier oben, oder? Warte mal, wo bist du? Bist du auch? Ah, ne, warte, das ist gar nicht mehr neu. Ich bin schon drin. Okay. Bra, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Okay, warte, ich bin zurück. Bin back. Okay, das Ding ist halt, erst gab es so einen toten Winkel, wo ich ihn nicht so wirklich treffen kann. Ich sehe ihn auch gerade gar nicht. Ah doch, hier unten. Och Mensch. Er ist unten an der Wand, ja geil. Geh nach vorne, ja. So. Okay. Oh, jetzt geht er wieder. Ja, mein ich, Gott. Ich habe halt so Schiss, dass ich runterfalle. Ich auch, ey. Weil ich glaube, man überlebt diesen Sturz, aber dann kommt er halt instant auf dich zugerannt. Komm, jetzt geh weg, Alter. Soll ich einfach mal runterschießen? Weiß nicht, ob das gut kommt. Oh jo. Oh, jetzt. Okay, er ist tot. Jetzt ist er wieder. Wie lange kann ich jetzt in der Hand behalten oder was passiert? Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann es unendlich lang in der Hand behalten. Wirklich? Nee. Also ich bin mir nicht sicher. Kannst du auf der Taschenlampe? Ja, ich sehe ihn. Okay. Bam. Nein! Was? Ich hab gefällt. Ich hab ihn getroffen. Er rennt rein. Ne Höhe. Okay. Er hat nicht angefangen zu brennen, alles gut. Soll jemand runtergehen? Nee, er fühlt sich jetzt halt getriggert. Warte mal, kann ich hier vielleicht so ein bisschen an den Rand? Ja, also ich habe so Angst, dass ich runterfalle. Ja, ich eben auch. Okay. Jetzt ist er wieder unten. Och, Mann. Oh, nein, oh Gott. Ich brenne. Stabil. Und ich kann mich nicht löschen. Ich muss jetzt ein Elend verbrennen. Alter, es ist so schwierig. Das Spiel ist so schwierig. Treffen, wenn er so im Totenwinkel ist. Ja. Man sieht ihn einfach null. Soll ich einfach nochmal getroffen? Dynamitstangen runter. Ich schieße jetzt einfach Dynamitstangen. Wir haben nochmal getroffen. Okay, warte, ich schieße jetzt einfach runter. Ich hab ihn, glaube ich, jetzt noch zweimal getroffen. Ich schieße sonst nochmal einen Molotov. Oder ich versuch's. Okay, Dynamitstangen ist runter. Ich glaube, das reicht. Oh ja, es hat ihn getroffen. Ist er tot? Nein, ich bin runtergefallen. Ja, ich habe ihn angezündet. Hoch. Geh nochmal zeigen. Ja, ich kann hoch. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh Leute, alles an meinem Bildschirm. Alter, warte mal kurz. Ich habe meinen Bildschirm voll gerotzt. Ist er tot? Ah, nee, er lebt noch. Was? Oh shit. Ah, nee, er ist tot. Nee, ist er tot? Was? Ah, nee, hä? Ey, pass auf, ne? Oh ja, er lebt noch. Warte, ich schieße Molotov. Achtung, Babys. Ich kann ihn von hier unten schießen. Von hier oben. Ja, mach. Yes. Oh, perfekt. Ja, der stirbt jetzt safe. Warte, ich komme auch runter. Bam. Ist er tot? Er ist tot. Nice. Jawohl, ey, das ist Teamplay. Achtung, töten wir kurz die Babys, bevor die Swine looten. Ja, ich würde gerne meine Pfeile wieder haben. Ich den mit der Dynamit-Dings getroffen habe. Also, das hast du wirklich gut gemacht. Zweimal, oder? Du bist doch richtig wie James Bond so hochgeklettert und ich hab's mit der Dynamit. Ich bin einfach runtergefallen. Dann jump ich einfach so an diese Seile, weil ich ihn angezündet habe und dann hau ich einfach ab und dann kommst du. So richtig episch. Ey, das war aber wirklich geiles Teamplay. Also ganz ehrlich. Kann man nichts gegen sagen. Okay, hast du die Mutantenrüstung genommen? Ja, die hab ich schon genommen. Okay, gut, ich hab auch. Jetzt zwei Stück hier. Ja. Ist die unten? Stabil. Lol, ich hab die Keycard bekommen. Ich hab die Keycard gefunden. Wo? Ah, ich auch. Jo, und eine Kamera. Lol. Also warte. Wir können jetzt alles aufnehmen. Ich hab, Nee. Ne? Wieso können wir da nicht aufnehmen? Ich kann nicht. Ah, wir können hier nur Zeugs gucken. Ah, okay. Guck mal. Ich hab nur eine Kamera. Ja, ich auch. Ich gucke gerade einen Film. Lol, sie sind da in einem Helikopter? Ja, du kannst hier diese Kassetten abspielen, da Dings. Okay. Oh, das war aber kurz. Wo die Menschen aufgenommen haben. Wir haben, glaube ich, wie viele Kassetten habe ich? Ich habe eine, einfach. Ich habe zwei Kassetten. Ah, nee, ich habe vier. Voll. Ja, wo gehen wir jetzt durch? Gehen wir mal wieder raus. Eine neue Hörer? Nee, du kannst Fotos schießen, glaube ich. Echt? Ja. Aber wie denn? Warte mal kurz. Ich habe jetzt hier etwas. Hä? Ach, nee. Nee, ich glaube, es geht nicht. Kannst du das schauen? Kannst du ja, bei mir schauen? Ja, ich kann den Film gucken. Ach, bei dir, warte bei mal. Mir. Ich sehe Timmy. Ah, nee, das ist Timmy? Das ist nicht Timmy, oder? Das also ich glaube, das ist nicht Timmy. Komm, gehen wir mal hoch. Ja. Alter, das war aber übelst guter Raid. Oh, ich sehe deinen Arsch durch die Hose. Also deinen Nacken. Alter, wo schaust du denn hin? Ja, Junge, mein Kopf war so da. Ich konnte nichts dafür. Hä? Jetzt kommt so ein Dude. Oh mein Gott, der Film ist voll spannend, irgendwie. Also. Was hast du denn für Filme, Alter? Also ich hab nur eine Kassette. Sehenswert. Okay, wir speichern mal. So. Okay, wie viele Mutantenrüstung hast du? Zwei. Ich habe auch zwei. Ja, da ist. Und, Creepy Armor. Im Alter. Lager haben wir, glaube ich, auch nochmal zwei. Nee, ich glaube nur einen, oder? Genau. Oder nur zwei. Eine, keine Ahnung. Okay, gehen wir mal raus. Lass uns wieder rausgehen und zu einer nächsten gehen. Ja, auf zu neuen Ufern. Oder, nee, komm, lass uns dann zur nächsten gehen einfach. Ja, einfach direkt durchraten. Okay, aber es war auf jeden Fall interessant hier. Viel Action auf jeden Fall. War cool. Vielleicht oder wollen wir jetzt vielleicht zuerst mal die Mutantenrüstung safen gehen, also wieder zu unserer Base zurück. Ja, vielleicht schon. Zuerst mal. Ja, komm, wir können ja kurz zur Base gehen, ja. Soll waren wir? Weil wenn wir dann halt sterben, so, keine Ahnung, ist halt allem. Ja, ist wirklich so und dann ist einfach weg. Ist scheiße. Okay, wir gehen kurz speichern, ja, ist glaube ich besser. Oh fuck, ich habe fast keinen Sauerstoff mehr. Kann ich das wechseln während dem Tauchen? Nee, glaube nicht. Oh shit. Ah nee, reicht, okay, gut. Ja, sollte eigentlich locker reichen. Ja, es war schon ziemlich knapp. Okay, kannst du mal irgendwo ein Feuer machen? Weil ich glaube, wir werden gleich wieder kalt bekommen. Ja, wir sind gleich tauchen. Also draußen. Ja, geht glaube ich nicht mehr so lange. Nur leider müssen wir sehr, sehr lange hochklettern wieder. Ah, ja, stimmt. Herauszugehen. Oh, no. Ich erinnere mich. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Also, wo gehst du lang? Ja, hier unten. Ja, warte, Alter, ich hab schon wieder. Ja, komm mal, dein Energy Drink geht. Ja. Bist du sicher, dass es hier runter? Ja, das geht auch hier runter. Soda.
Ja, guck. Aber wir gehen hier, wir ignorieren die einfach. Wir gehen jetzt hier runter. Hä? Komm, boah, komm, komm. Alter. Hier vorne bei den Seilen. Wo wow, die springen oh einfach Gott, runter. Die sind ja lebend. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Hä? Hilfe. Oh. Komm mal, ich bin irgendwo ganz anders. Ja, scheiße. Ich bin jetzt hier runter und ich werde gerade abgeschlachtet. Warte mal. Ja, komm wieder hoch. Komm ja, ich muss erstmal kurz den Willi hier beseitigen. Alter, ich muss dir etwas zeigen, Digga. Wie creepy ist das Popus, Junge? Ich hab so zwei Köpfe. Wow, Alter, die kommen hier einfach alle runtergesprungen. Das ist ja so dumm von denen. Die können jetzt nicht mehr hoch. Komm mal wieder hoch, komm mal wieder hoch. Jo, ich komm hoch. Muss aber kurz das Baby beseitigen, so. Hey, oder wo bin ich denn hier, hä? So. Wo bist du? Hier. Ah. Aber guck mal, wie das aussieht. Wow. Ah, hier ist eine Kassette. Hier geht's ja noch weiter. Hier waren wir gar nicht. Hier ist ja, noch, doch, hier waren. Da geht's dann raus. Ach so, ja, komm, dann gehen wir hier raus. Oh. Hier, wo geht's raus? Ach so, hier hoch. Oh ja, hier alles mitnehmen. Boah, Snack, Digga. Klingt ja. Okay. Gehen wir hier raus, oder? Hier? Hier hoch. Gehen Sie auf. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier rechts lang, dann ist hier das andere Seil. Boah, ich dachte gerade, wir fallen runter. What? Alter, das geht so lange da hoch. Ja, Alter, wirklich, hä? Ich habe die ganze Zeit so stöhnen, während sie hochklettern. Ja, komm. Ja, wirklich. Aber. Wallah, wo kommen wir denn jetzt raus? Stell dir vor, hier fällst du runter, Alter, da bist du einfach tot. Okay, Alter, ich sehe nichts mehr. Wir müssen normal hoch, Digga. Ah. Alter, ich sehe nichts. Ah, jetzt. Oh, ich wäre runtergelaufen, wenn ich mal weitergelaufen wäre. Ja, moin. Okay. Schaust du mir etwas schon wieder unter den Rock oder was? Nee, nee, jetzt gerade nicht, bin zu weit weg. Oh, es ist Nacht. Juhui. Boah, aber ich glaube, ich sehe wirklich so geil aus. Also wirklich. What? Oh, das sind Hasen. What? Komm. Was war mit dem Hasen los? Hä? Du hörst mir. Willst du nicht mal noch deine Taucherrüstung? Ah, stimmt, die kann ich eigentlich abziehen. Ne? Ganz einfach die Ah, hier. Nee, komm, lass durchrushen, Digga. Ja, ja. Da vorne ist, glaube ich, auch eine Höhle, weil hier rechts ist, glaube ich, das Loch. Ja, das da vorne ist halt die, wo wir reingegangen sind. Ah, ja, stimmt, aber... das ist die. Oh. Aber hier vorne ist das trotzdem das Loch. Wir können langlaufen mal, okay? Wir können auch mal so ein bisschen mehr ins Winterbiom. Vielleicht finden wir dort auch. Biom. Ich weiß halt gar nicht, wo, also, was Nichts. Total, ob das dort Höhlen gibt. Ja, komm, wir können ja mal ich gucken. Wir können ja das. Oder nee, komm, wir machen das in der nächsten Folge. Wir suchen jetzt einfach noch ein bisschen Höhlen. Oder so. Der Scheißhase. Komm her. Ich bin so unfähig. Ey. Der Scheißtraum. Komm, wir speichern noch mal hier bei den Zelten. Dann haben wir die Mutantenrüstung auf jeden Fall. Falls wir sterben. So, speichern. Wir könnten auch kurz schlafen, dann wäre wieder Tag. Na gut, nee, wir gehen ja jetzt wieder in die Höhle, das macht keinen Sinn. Ja, doch, lass trotzdem kurz speichern. Aber dann haben wir wieder kein Essen mehr und Trinken. Ja, doch, komm, lass trotzdem machen. Okay. Abfahrt. Okay. So.
Okay, ich trinke noch mal ein bisschen Wasser aus meinem Beutel. Wie trinke ich denn? Hä, hey, lol, was ist das da vorne? Hä, siehst du das? Ist das dort eine Burg oder, Ne, das... Oder vorne? Lass uns... Ist das? Ja, okay, aber lass uns in der nächsten Folge machen. Ja, wobei, wir haben noch gut genug Zeit, Peter. Haben wir noch Zeit? Okay. Jojo. Dann lass uns noch kurz... Vielleicht finden wir auch hier noch Schildkröten, keine Ahnung. Vielleicht finden wir hier noch Schildkröten, dann können wir das, können wir die mitnehmen, wir... Boah, aber hier sieht es eigentlich auch voll geil aus. Hier sieht extrem geil aus. Wir können ja auch mehrere Basen anbauen. Können wir hier noch eine bauen? So an den Bergen. Ich muss noch kurz Snack essen. Was ist das? Oh. Die Karo sah da ein bisschen komisch aus. Aber was ist das? Sind das so Häuser von denen? Oder vielleicht von Überlebenden? Ich hab keine Ahnung. Ja, nee, aber es ist ja viel zu groß. Das ist ja gefühlt eine Station oder so. Ja, wirklich. Vielleicht ist ein Eingang für irgendwas Spezielles. Hä? Oder ist ein Dorf. Stimmt, ein Dorf. Nur extrem große Häuser. Boah, aber das ist ja wirklich extrem groß. Ich hätte, dass das ein Dorf ist. Oder da ist es aber das so die Hauptstadt oder so. Hä? Boah, das sieht ja wie... Oh, lol. Wie kann man eigentlich das Fleisch von denen bekommen? Kann man überhaupt Fleisch bekommen? Die haben kein Fleisch. Alter, hä? Das sieht ja richtig geil aus. Ah, das sind so Strandhäuser von denen. Also die sehen aber wirklich geil aus. Das sind da diese Strandhäuser. Wir sollten hier hinziehen. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Hier, komm, hier ist ein Waffenteil. Ich spreng das kurz auf. Jo. Ja, warte mal kurz. Boah, Alter, sieht das ja geil aus. Ey. Sprengung, schnell weg. Gefällt mir. Oh Gott. Boah, ich höre bloß das Beamen. Ja. Lol, oh nein, ich bin reingefallen. Oh, aber komm wieder raus. Okay, Waffenteil, da unten ist auch noch ein Seil. Kannst du das vielleicht mitnehmen? Ich habe schon zwei Teile. Wo ist denn hier das Waffenteil jetzt? Das sollte hier unten liegen. Ah, ich habe eins. Ja, ich hab's. Kann ich irgendwas craften mit einer... Baba, komm mal, lass uns mal so. Diese Häuser. Ja, lass die looten. Geil. Kann man hier einziehen? Vielleicht sind die so zu mir. Ja, hab ich gerade auch gefragt. Lass uns einfach unsere Base bei denen bauen. Ja, wirklich. Sieht voll nice aus. Wir können auch zu Kannibalen werden. Das sieht hier wirklich nice aus. Noch so ein bisschen einrichten: Tische, Stühle. Dann wäre das perfekte Ferienhäuser. Ja, dann können wir die so vermieten. Und dann verdienen wir Geld. Herr Lummer, guck mal. Hä? Ist sogar ein Tisch. Aber es ist kein Loot hier. Oh, ich bin runtergefallen. Aua. Oh, hier liegt aber noch so ein bisschen. Tennisbälle. Ja. Warum ist meine Ausdauer so schnell weg, Digga? Es fuckt ab. Okay, aber bei mir geht es voll klar gerade mit der Ausdauer. Vielleicht ist hier am Rande so eine Höhle. In diesen Felsen hier. Da hinten, glaube ich. Ja, boah, wie viele sind denn das? Guck mal. Also, die haben hier ein ganzes Volk. Ja, wirklich. Vielleicht sind das so friedliche Kannibalen. Stimmt. Aber hier ist nirgendwo Loot, oder? Hier ist ein Farbeimer, aber der bringt uns hier nichts. Ja, doch, ist Farbe drin. Ja. Dann schmierst du die da rein. Weil, Warum? Ja, doch, die Kannibalen bekommen dann Angst vor dir. Ach, echt? Wenn du Farbe an hast. Ja. Ja, geil. Ja, dann behalten wir die jetzt immer. Ja, hab ich immer schon gefragt, warum das man nicht einfärben kann, so. Da hinten sind noch mal drei Häuser, oder? Oh, hier hat jemand Selbstmord begangen. Warum sind da so viele Haie? Ist sowieso komisch, man, wenn es so ein Spot, wo irgendwie so 1000 Haie liegen. Okay. Boah. Wir könnten hier vorne auch noch kurz so eine kleine Zwischenbase bauen, um zu speichern. Weil wir könnten, ja, also die Folge wäre jetzt schön lang für so eine Folge halt. Können wir in der nächsten Folge hier... Dann lass uns hier kurz in so einem... Dings, genau, wir können uns das erste bewohnen. Ich sag mal, so ein Strand-Kannibalenhaus ein Zelt aufstellen. Ja, why not? Geht das? Oh, hier liegt... Spraydose. Oh, nein. Doll, ich hab schon eine. Nee. Alter, wow. Lass uns ins andere Haus gehen, das ist ein bisschen verpackt. Okay, hier rein noch eine Limo.
Und liegt noch Koffer. Ey, die Ausdauer kickt ja so. Ja, die kickt anders. Hier ist noch Medizin. Okay. Mach hier ist noch ein Seil. Aber habe ich wahrscheinlich schon wohl, ja. Okay, ja, das gefällt mir hier. Hab ja, das ist schön. Perfekt. Eben. Okay, dann machen wir hier mal so ein Zelt hin. Ja. Nee, ich kann kein Zelt bauen. Also, geht das nicht? Ja, okay, dann machen wir vorne dran. Jetzt müssen wir, können wir nicht mal bei den einziehen, was... Ja, was? Wir sind doch... Aber wir können unter den... Stimmt, dann haben wir Ratten und ein Regen halt. Brauchst du noch was? Okay, dann speichern wir kurz. Okay. Und so, ja, Leute, das war's mit dieser Folge The Forest. Oh, warte mal, da liegt Geld. Schaut unbedingt bei Yitzgami vorbei, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit dieser Folge The Forest. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?